und herzlich willkommen zur 26. Folge von Forza Horizon 4. Und natürlich machen wir mal weiter mit unserem Trackhawk, der ja so dezente Schlappen hat, so dezent breit und hoch ist und schnell. Und zuallererst machen wir heute mal ein Querfeldeinrennen. Allerdings, was auch gleichzeitig eine Rundstrecke ist, könnte ziemlich geil werden. Und zwar fahren wir hier am Flussufer. Von welchem Fluss auch immer. Wir nehmen... Könnt auch mal die hier nehmen. Wie Hitters. Ja, vier Runden gehen schon ganz gut. Klar, Sonnenaufgang, heiter. Passt. Das könnte ziemlich geil werden. Wir machen ja 10er starten, 9,7 Beschleunigung. Ist jetzt nicht so verkehrt. Ja. Wenn die Räder eingeschlagen sind, ey. Das sind Reifen. Natürlich auch Felgen. Ich meine, 20 Zoll und dann diese Breite. 365er. Aua. Das ist, glaube ich, ganz aua. Gas geben, Leute. Gaspedal ist rechts. Alter, ist der gut. Schon mal eine Scheune, so zu wissen. War dabei eine Scheune, dass wir die natürlich schon geschafft haben. Die Strecke gefällt mir. Auch schön Offroad. Titanwagen oder was? Weil eine schicke Lackierung, finde ich. Camouflage sieht echt gut aus. Aber so orangene Felgen. Man sieht sich, ne? Gucken kann ich gar nicht. Will aber noch ordentlich nehmen. Dann ist dann glaube ich wieder. Oder doch nicht. Oder nicht. Schöne Federung. Oh, die ist auch weich genug. Härter muss sie gar nicht. Weicher meine ich. Jetzt eine schöne Kurve wieder. Die ist nicht mehr frisch. Dann geht doch, Fabian. Ist das denn so schwer? Ja. So, was andocken muss da mal sein. Eine Strecke ausnutzen, wisst ihr ja. Das arme Feld.
Mein Gott, geht der gut. Auch die ganzen Sprünge, das juckt den Wagen nicht die Bohne. Also absolut gar nicht. Ja, saugen sich viel Grip. Also vielleicht daran könnte dann, dass die Reifen zusammen alle so, naja, 1,5 Meter breit sind. Das ist schon, das muss ich mal geben, Alter. Aber 365 mal 4. Gerade. So, gewonnen. Jetzt mal kurz ausrechnen. Mit Taschenrechner, ja. Ich will mich heute nicht mehr anstrengen und ist Freitag. Ja, denken ist da verboten. Die Reifen sind zusammen 1,46 Meter breit. Die 4 Reifen. Einige Autos sind froh, wenn sie die Hälfte haben. Ich halt eine Runde 4 und wir kriegen Liegestütze als Emote. Nee, vor allem nicht einhändig. Liegestütze kann ich, aber ich denke mal einhändig, nee. Das denn nicht. Also ich kann nicht ja eigentlich auch vergleichsweise gut Liegestütze. Die Landschaft zu sehr bewundert, anstatt ein Rennen zu fahren. Mach hier nicht denselben Fehler, okay? Du bist in Runde 4. Viel Spaß. Ich glaube 40 würde ich heute auch noch schaffen. 40 Liegestütze. Das ist doch gar nicht mal so wenig, oder? Es ist ja bestimmt immer so ein Sportler dabei, der sich sagt, ah, 40 Liegestütze mache ich doch in einer halben Minute. Ja, das ist schön für dich. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ich schaffe es aber nicht. Eine halbe Minute, das auf keinen Fall. Da muss man aber schon arg sportlich sein. In 200 Metern links abbiegen. Ich fahre mal bei Nacht zum nächsten Rennen. Meine Augen drehen schon wieder. Geht gar nicht. Ist gerade bei Nacht ziemlich ungünstig. Wenn man ja sowieso schon ziemlich wenig sieht. Wir fahren mal komplett querfeldein. Einfach nur, weil wir es können. Nicht weil es geil ist, sondern oder weil es schnell ist. Okay, geil ist es schon. Aber weil wir es können. Bei nächster Gelegenheit. Boah, Alter, meine Augen! Das ist doch nicht normal, was ich hier habe. Jetzt ist es ein bisschen besser geworden. Ja, mal sieht 210 km/h. Oh ja, easy gegen Baum gefahren. Mann, ey, wieso sehe ich denn hier nichts? Ich würde gerne mal wissen, aus welchem Grund meine Augen manchmal einfach so anfangen, übelst zu drehen. Ich habe jetzt nichts gemacht. Ich habe mir nicht irgendwie nicht in die Augen gefasst. Ich habe nichts irgendwie, keine Ahnung, hier ist gar nichts. Einfach so grundlos drehen mir mega hart die Augen und ich sehe nichts. Apropos Startmenü. Die wollte ich sowieso machen, wenn ich jetzt bin. Ich könnte was Geiles gewinnen. Auch wenn ich es nur halb sehen kann. Nein! Ich will nichts gegen Bulli, der ist geil. Aber die Kohle ist mir doch lieber. Ah! Oh ja. So, noch Wheelspin, easy. Komm, wir jetzt was Anständiges. Geht doch. Geht doch. Warum nicht gleich so? Links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Mache ich, Anna. Wenn ich wieder auf der richtigen Seite bin. Ich schaffe es auch wirklich jedes Mal, mich in so kurzer Zeit irgendwo gegenzufahren, mich zu überschlagen oder irgendwas zu schaffen. Wir zum Baum fahren wieder mal. Mal gewartet.
Ja, der hat genug Leistung. Da kommt der Berg extrem gut hoch. Au. Ja, und runter auch fast genauso gut. Du hast dein Ziel erreicht. Danke, Anna. Whitewater Falls. Wieder ein Sprintrennen. Nein, ich will nicht Extreme Offroad fahren. Warum wird das denn noch vorgeschlagen? Wir sollen Spot Utility übers vorschlagen. Nämlich auch direkt so, wollte ich gar nicht bearbeiten. Passt. Ich habe so leicht das Bedürfnis, auf die Toilette zu gehen. Aber das Bedürfnis, weiter zu zocken, ist größer. Also muss ich mir wohl oder übel einpissen. Pixar, bester Club übrigens. Und du hast nebenbei gesagt. Ne, was ich aber noch machen wollte, habe ich jetzt ganz vergessen. Nein, ich will so neu starten. Ich mach mal die Schwierigkeit wieder ein, höher. Wir haben die letzten beiden Rennen ja schon ziemlich easy gewonnen. Ich will mal eine etwas größere Herausforderung haben. Aber irgendwann nehmen wir auch Schlagbar. Das schaffen wir auch noch. Gar nicht gut. Danke für den Boost. Ich bin mal Gas hier, Leute. Weil sind das einfach so sexy. Ja, weiß es nicht, weil ich weiß. Mal gut voran. So, der nächste kleine Sprung. Das ist schon mal zugefroren. Da ging nämlich auch der Prolog lang, an dieser Stelle hier. Mit dem, was hier mit dem Ford F150 Truck Truck. Es war so klar. Meine Prolog sind wir dann auch da gefahren oder eine Einführung. Da wird auch von McLaren hier zum Traffic Truck gewechselt und dann ja, wird ich auch hier so hochgefahren. Ich schaffe auch jedes Mal. Wenn wir jetzt Vierter werden, ist egal. Wir wissen aber, ich hätte sowieso Zweiter werden können. Echt geiles Teil. Richtig geiles Auto. Ohne Spaß. Ich finde am besten, doch bei der neuen Karriere mitgefahren ist. Oder? Ist doch Makar mitgefahren? Nee. Ich meine, das war der neue Karriere. Was ist doch der alte? Das sah ziemlich neu aus. War mal, wie in der Mitte des Rennens, da war der irgendwie links von mir oder sowas. Da habe ich ihn gesehen. Ah, wir gewinnen bald die Gummistiefel. Geil. So, was ich denn da vorne? So ein weiterer Kreis für einen Scheunenfund. Er bietet sich natürlich an, ne? Wenn wir eh schon mal hier sind.
können wir mal auf dem Eis beschleunigen. Was haltet ihr davon? Ich glaube ziemlich viel. Mal gucken, wie viele Wheelspin das Ding hat. Erstmal natürlich hier Bremsweg. Ja, ist fantastisch. Nee, ich will auf Eis. Ich will nicht auf geschmolzenem Wasser. Also, ist aber noch Eis. Wie viel der Gang geht wieder? Aber schon nicht wenig Wheelspin. Scheune, Scheune, die könnten wir auch einfach mal jetzt mit dem Jeep suchen und nicht mit der Drohne. Ist doch mal was anderes. Du hast dein Ziel erreicht. Wir können also ganz nebenbei auch hier die ich vergesse, was ich sagen wollte. Egal. Ich denke, dass es im Winter schwerer ist, die Stollen zu finden. Wenn jetzt noch irgendwie ein Schneesturm oder sowas kommt, dann haben wir ein großes Problem. Hm. Wo versteckt sich denn unsere Scheune? Ich glaube eher in die Richtung hier. Glück gehabt. Ah, da ist doch was. Scheune gefunden? Natürlich. Bleib da. Ich lauf nicht weg. Kennst du The Italian Job? Toller Film. Nee, kann ich nicht. Die sollen versucht haben, einen Looping in einem Abwasserrohr zu fahren. Sie haben es fast geschafft, aber dann ist der Wagen aufs Dach gefallen. Ja. Aber was hat das jetzt mit dem Mini zu tun? Ich mache ihn wieder fit für dich. Ich rufe dich an, wenn er fertig ist. Bitte. Wir können eh schon noch Scheinfunde abholen. Gefahrenstadt haben wir hier schon. Dann machen wir auf jeden Fall noch ein Rennen. Die Strecke gefällt mir. Vor allem, weil sie mitten durch den Ort geht, der, glaube ich, Ambleside heißt. Kann aber sein, dass er nicht so heißt. Kann man den Namen eh nicht merken. Ich hab's wieder mal geschafft. Autsch. So, und ihr seid fast da. Du hast dein Ziel erreicht. Ist doch gut fort. Lass mich in Ruhe. Ich habe viel mehr PS als du. Ja, du Fotze. Wir nehmen... Wir können auch mal einen Jeep nehmen oder American All-Stars.
Da hört sich doch gut an. Wir Schnee haben. Wir brauchen einen Blizzard. Das kann nur lustig werden. Das passende Auto sollten wir aber dafür haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und noch ein riesengroßes Dankeschön an den Ersteller dieser Lackierung. Richtig geil gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, Blizzard. Ich bin jetzt noch gar nicht mal so stark. Das kommt, glaube ich, noch. Was los muss dann? Nein. Das war nicht gut. Das hat gesagt. Junge. Ach, scheiße. Ich nehme an, das gelbe Auto da vorne ist ein Transit mit der Lackierung. Oh ja, ist es. Das ist aber ein geiles Postauto, ne? Ist schön übers Feld heizen, aber oder quer durch die Stadt. Aber Zäune. Ja, das ist hier der Amazon Prime, oder der Schnell Express. Muss man dazu rufen. Und das Paket wirklich ganz, ganz schnell haben möchte. Wer ist denn da vorne, ey? Und so schnell. Ich will auch so schnell sein. Okay, ein Trailcat haben wir da vorne. Das war gerade von einem Focus überholt wird, wenn ich das richtig gesehen habe. Wird jetzt wirklich ein scheiß Fokus. Von der Vierfahrt-Einrennstrecke. Das ist eigentlich schon ziemlich bitter, ne? Dass so ein normales Kompaktauto gegen unsere krassen Offroad-Karren gewinnt. Ja, bester Tanz. Der hat natürlich nur gewonnen, weil der vorne, weiter vorne gestartet ist als ich. Nicht, weil das Auto so gut ist. Natürlich nicht. Immer 3.500 Einfluss. Das reicht für Gummistiefel auf jeden Fall. Ja, gelbe Gummistiefel, ja, ganz wichtig. So, das Feld ist jetzt noch kleiner. Du trittst nur gegen Vollblut-Querfeld-Einfahrer an. Die Art von Fahrern, die ihre eigenen Werkzeuge und einen Schlafsack dabei haben. Willkommen in Runde 5 der Querfeld-Ein-Rennserie. Die Art von Fahrern, zu denen ich mich nicht zuzähle. Sehr gut. Haben wir noch hier irgendwie... Wird noch da Schilder zum Einsammeln? Komm, das ist doch ein Aussichtspunkt, den machen wir auch noch. Können wir einen kleinen Abkürzung nehmen. Machen wir es 4,4 Kilometern. Vielleicht 2. Ganz entspannt hier. 580 über den See heizen. Mach ich doch noch 300. Na komm, ja. Ja, wir haben 220 geschafft. Geht schon. Aua. Aua, aua. Wir waren sogar schon fast 230. Mal zugefroren im See. Ist doch, denke ich mal, sehr sicher. Also da bremst sie bei der Geschwindigkeit.
Das wird so ungefähr 1,5 Kilometer betragen. Du hast dein Ziel erreicht. Oh, fett. So, da war das nächste Schild auch schon. Oh, zack. Der 1000 Einfluss. Da ist noch ein Gefahrenschild. Könnte man ja auch ausprobieren. Ein bisschen Anlauf. Derwent Whitewater. Hier kann man nach ein paar Nächten im Gelände gut duschen. Glaub mir. Vor allem im Winter kann man richtig geil duschen hier. Sehr erfrischend, glaube ich. Das Gefahrenschild machen wir mal. Da ist noch ein Schild. Nein, auch. Ich denke mal, wir sollten einfach dieser Straße folgen. Müssen wir so mehr oder weniger automatisch zum Gefahrenschild kommen? Ja. Ja, das passt. Dann schön Anlauf nehmen und dann springen. Den Stellen, drei Stellen werden wir, denke ich mal, nicht schaffen. Das ist einfach zu viel. Nicht mit einem 717 PS oder was über 2000 liegt. So, ein bisschen schneller. Ja, aber schaffen wir es auf jeden Fall. So. 31 Meter mehr. Oh, 31 Meter, das ist ganz schön viel. So, Schilder, da haben wir noch ein Schild. Und hier unten ist eher wenig los. Und haben wir schon wieder einen Wheelspin? Oh ja. Und 5, cool. Coole Karre. Und wo ist denn die komische Tafel? In die Richtung oder? Oh, Mensch. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ich glaube, hier irgendwo im Wald, oder? In 400 Metern scharf rechts ab. Ah, jawohl. Route wird neu berechnet. Aber zu viele Bäume. Ziemlich magisch an. Genau, der zum Beispiel. Der war sehr stark anziehend. Du hast dein Ziel erreicht. Jawohl. Alter, 115 Tafeln hier noch. Wir haben wirklich noch genug zu tun. Mehr als genug. Aber das alles werden wir in den nächsten Folgen machen, denn die heute ist leider wieder vorbei. Ich muss mich wieder bis morgen 18 Uhr gedulden, dann gibt es wieder eine frische Folge Horizon 4. Wahrscheinlich mit dem Unimog. Das sei ja schon mal gesagt. Also vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Vielleicht morgen 18 Uhr und tschüss. Das war behindert. Also wie immer eigentlich.